Koke, Koke, herzlichen Glückwunsch. Jetzt können wir sagen S04 con Koke, oder? Yes. For me it's a special day today. We lost. Ja, für mich ist es ein besonderer Tag. Wir haben verloren, aber das ist das einzige Problem. Für mich ist es wichtig, 90 Minuten gespielt zu haben. Und auch nachher in der Umkleide, die Atmosphäre, da fühlt man sich wieder als Fußballspieler. Nach der vielen Arbeit, nach den Problemen, die normal sind bei so einer Verletzung, bin ich heute wirklich glücklich. I'm really happy today. Glad are you. Can you explain? Aber wie glücklich bist du? Kannst du das beschreiben? Du hast auch ein Tor gemacht. Die Geschichte kann man doch nicht besser schreiben. Yes. I can write that if we won the match, but ich hätte es schreiben können, wenn wir das Spiel gewonnen hätten. Ich denke, es war für uns ein guter Test für die Spieler, die in der Liga noch nicht so lange auf dem Platz gestanden haben. Aber wir müssen jetzt weiterarbeiten. Aber für mich ist es wirklich ein guter Tag. A good day. My girlfriend said Meine Freundin sagte heute Morgen, du wirst ein Tor schießen. Ich habe nur gedacht, vielleicht ist sie ein bisschen verrückt. Aber im Ernst, das Tor war schön, aber wichtiger sind mir die 90 Minuten und das gute Gefühl, das ich jetzt habe. Was sind deine nächsten Schritte? Mein nächster Schritt ist es, weiter hart zu arbeiten. Das ist mein Ziel in der Mannschaft und mein Ziel im Leben.